Hallo Beobachter Keller. Ich rede etwas leise, damit ihr alle die Lautstärke etwas hochdreht, denn die Aufnahmequalität des Smartphones war etwas schwach. Also hier machen wir jetzt ein bisschen Sommerriss oder Sommerschnitt. Das, was man normalerweise im Winter macht, kann man durchaus, wenn man Zeit hat, auch im Sommer machen. Und heute oder dieses Jahr habe ich leider Zeit, weil die Ernte recht schwach ist. Also Ausgangssituation, der Baum hatte wenig Äpfel, relativ starker Wuchs. Alle Knospen oder fast alle Knospen sind Blütenknospen dieses Jahr. Also man kann hier recht beherzt zugreifen. Da machen wir gleich ein bisschen Ausdünnung für nächstes Jahr. Und wie gesagt, ich mache das, weil die Sorte recht gut zu reißen geht. Nicht mit der Schere, sondern reißt es einfach, hat einen Vorteil, dass weniger Reaktion kommt. Und wenn ich es um die Zeit mache, dann nehme ich auch noch Assimilationsfläche weg. Also werden weniger Assimilate eingelagert, rückverlagert in die Wurzel und der Baum wird im nächsten Jahr ein bisschen schwächer austreiben. So, prinzipiell ist es so, ich nehme halt einfach eine natürliche Achse, die da ist, und nehme dann so starke Äste ein bisschen weg, so was einjährig ist, das probiere ich zu schonen, weil das Einjährige hat wenig Äpfel normalerweise und es wird im nächsten Jahr dann Blitzköpfe machen und sagen wir, das wäre dann 2019 und 2019 ist wieder ein wichtiges Jahr, da ist normalerweise ein bisschen weniger Apfel zu erwarten, weil dieses Jahr haben wir nichts, nächstes Jahr theoretisch sehr viel und dann wieder ein bisschen weniger und es ist wichtig, dass man das relativ schnell egalisiert. Also ich lasse jetzt hier einfach nur schwaches Holz da in der Mitte und gehe halt runter, soweit es geht, da kann man ruhig ein bisschen beherzt zugreifen. Da hat es nächstes Jahr Blüten genug, ob es Äpfel genug hat, da kommt natürlich auch noch das Wetter vorher, aber ich kann jetzt nicht irgendwo schon anfangen zu schonen oder so, das hat keinen Wert, man muss da ein bisschen ins Risiko gehen. So, also wenn ihr einen Garten habt daheim, dann könnt ihr jetzt anfangen